ihr Lieben, jetzt fällt mir ja gleich noch alles runter. So, ja, wartet. Also, Hallöchen, ihr Lieben. Ich dachte mir, ich drehe ein Video heute mal in meinem Salon, denn ich habe heute ein bisschen Zeit, habe meine Kamera mit, habe mir jetzt hier ein super tolles Stativ gebaut und ich habe jetzt schon ein Video abgedreht und jetzt drehe ich noch ein kleines kurzes Video, weil ich nämlich euch in dem Video davor frage, ob euch diese kurzen Videos gefallen. Und zwar geht es um meine Wimpern. Und nein, es geht nicht um eine Wimpernverlängerung, sondern wie sind meine Wimpern momentan so, wie sie sind. Also, viele von euch wissen es, ich habe schon seit Jahren, benutze ich Wimpernserien. Ich würde sagen, ich habe so gut wie fast alle Wimpernserien ausprobiert, die es gibt. Am besten fand ich immer M2 Lashes, war davon auch super begeistert. Bin eigentlich theoretisch davon auch begeistert, beziehungsweise von der Wirkung. So, hab dann aber gemerkt, A ist mir zu teuer, B ist mir zu viel Produkt drin, das heißt, ich öffne die Flasche zu oft, das mag ich nicht, wenn zu viel Luft eindringt, gerade in so Sachen oder in so Produkten, die quasi ein Wachstum haben, dann ist das ist nicht so gut, wenn zu viel Luft eindringt, weil der Wirkstoff verfliegt und, naja, ihr wisst schon, habe ich schon oft erzählt. Und, ja, wie gesagt, Preis, dann, dass es so viel drin war. Und es hat halt einfach gebrannt und ich hatte eine Veränderung in meiner Pupille. Ich hatte so einen Punkt an meiner Pupille. So, war da beim Augenarzt, nehmen Sie so eine Produkte, ja, Hormone, bla bla bla, ist halt nicht so gut. Sind halt künstliche Hormone drin. Und ist halt zellanregend. Ja, wir wissen alle, dass es, wenn etwas, das die Zelle anregt, dass es eine Zellveränderung geben kann und Krebs auslösen kann. Kann. Ich rede hier immer nur vom kann und nicht vom muss. Aber man muss bewusst sein, was man für Produkte nimmt, was die für Auswirkungen haben können. Es ist einfach so. Naja, okay. Wenn ihr jetzt denkt, Zellveränderung, wieso, regt halt das Wachstum an und dann sind die Zellen, die arbeiten da mehr. Ich habe mich mit meiner Apothekerin hier ums Eck richtig gut unterhalten. Ich wusste es auch nicht so genau. Ich wusste, dass da was passiert und so. Aber sie hat es mir auch gezeigt anhand und es ist schon erschreckend, was eigentlich so was Kleines bewirken kann. Okay, jetzt runterfahren. dann habe ich mir quasi gedacht, okay, jetzt musst du ein bisschen mal rumgucken und dich belesen. Habe auch dieses aus der Apotheke genommen, dieses Medifarm, aber das funktioniert halt leider gar nicht. Habe dann Aprozil oder wie das heißt, genau. Also ich habe viele Produkte benutzt, auch das günstige von Balea, auch das von Rossmann. Auch, ich glaube, eins von dieses Aprozil, so mit grünen Deckel, weiß-grün, so mintgrün. Naja, und keins hat die Wirkung gezeigt, wie passt auf, Miralash. Ja, ich denke, ihr kennt es alle, also gerade die Mädels, die mir schon ewig lange folgen. Es wird leider nicht scharf, weil das ist zu klein. Also auf jeden Fall die Mädels, die mir schon lange folgen, die wissen das, dass ich Miralash benutze und liebe und es wird nicht scharf. Und also Vorteil von diesem Produkt, passt auf. Und zwar, es ist hormonfrei. Das ist das Wichtige. Ich wollte eigentlich auch mal gucken, ob das hier mit drauf steht. Da steht, glaube ich, nur auf meiner Produktbeschreibung drauf, wo ich das gekauft habe. 100% natürlich. Irgendwo steht das. Okay, Vorbereitung ist eigentlich das A und O, Tina. Merke. auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem sagen, dass hier drinnen natürlich, hier wird das Wachstum angeregt, ja, auch hier. Aber hier viel geringer, viel geringer. Das merkt man auch am Preis. So, das will ich euch jetzt mal erklären. Dieses Produkt kostet im Internet 39 Euro, bei mir im Salon 40 Euro. Ich versende es nicht. Tut mir leid, ich weiß, dass ihr auch vielleicht noch gerne eine Creme kaufen wollt, aber es ist einfach viel zu umständlich. Wirklich, ich habe hier nichts zu verpacken und ich habe auch keine Zeit, das wegzubringen. So, nur, dass wir das schon mal klären. Also, bei Miralash ist es halt einfach so, das Produkt braucht an sich länger, um dass es wirkt, ja? Also, wenn ihr das Produkt anfangt und habt vorher noch keins benutzt, ist es einfach so, nach der ersten Flasche denkst du dir, oh ja, es passiert schon ein bisschen was. Und nach der zweiten Flasche geht es dann wirklich richtig los. Und dann ist es so, wenn du die zweite Flasche alle hast, kannst du das eigentlich nur noch ab und zu benutzen, ja? So 1, 2, 3 Mal in der Woche, je nachdem, wie viel Wimpern du verlierst und wie du einfach merkst, wie dein Wimpernwachstum oder dein Bestand an Wimpern bleibt. Bei M2 Lashes ist es so, ich habe schon mal ein Video darüber geredet, fällt mir gerade ein, da wurde ich so runtergemacht, warum ich M2 Lashes so niedermache und dass ich doch gekauft bin. Und Leute, es wäre schön, wenn mir irgendeine Firma sowas sponsort. Ehrlich, es war richtig geil. Auf jeden Fall muss ich dazu sagen, M2 Lashes wirkt wirklich sehr, sehr schnell, also wirklich super schnell. Aber da merkt ihr halt auch, da ist so ein Schuss an Hormonbomben drin und dass also einfach das Wachstum so krass angeregt wird, das ist einfach nicht gesund. Auch hier, ja? Man muss immer wissen, was man macht und was man machen möchte. Aber
Hier ist es einfach so gering drin, so reduziert auf so einer wirklich natürlichen Ebene, dass es einfach nicht mehr die Chemiekeule ist. Es gibt keine Pupillenverengung, keine Pupillenerweiterung, es gibt auch keinen Lidrand. Ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber ich kann es für mich nur so beschreiben. Bei MTU Lashes hatte ich immer einen Lidrand, was gebrannt hat, auch immer rot war und zum Schluss bläulich. Ja, also es war wirklich schon dünn. Die Haut war dünn, sodass man die Äderchen gesehen hat. Das ist hier nicht. Ich habe wirklich ein ganz normales Lid. Ich habe ein ganz normales, ein Wimpernkranz. Und was mir auch aufgefallen ist, bei MTU Lashes hatte ich immer Wimpern, die mir dann auch mal ins Auge gewachsen sind. Beziehungsweise sind die so nah an den Tränensack gewachsen oder am Tränenkanal und hinten an diesem Schlitzchen, dass die Wimpern dann da so reingegangen sind. Einfach, weil wahrscheinlich das Produkt so krass gewirkt hat, dass überall irgendwelche Haare rausgekommen sind, wo vielleicht vorher bei mir nicht wirklich viele Haare waren. Ja, bei MTU Lashes ist es aber wiederum so, brichst du mit diesem Produkt ab, ist alles sofort weg. Was ich hier festgestellt habe, denn ich habe schon 2-3 Mal aufgehört, weil ich möchte ja selber auch mal testen, ja, wie wirkt es denn wieder. Dann habe ich auch meine Wimpernverlängerung gehabt, da habe ich es dann auch nicht benutzt, weil wie gesagt, ich muss es ja auch bezahlen. Und ja, hier merke ich einfach, dass es nach und nach weniger wird, aber nicht so zack, boom, bam, alles ab, sondern es wird halt einfach so, der Wimpernfluss wird wieder mehr und du verlierst die Wimpern, die du dann extra natürlich, also die länger waren und dann kommen nur noch die normalen langen Wimpern durch, ja. So eine Wimper wächst ja dann raus und dann fällt die dann irgendwann ab. Und wenn dann Miralash nicht mehr dran war, kommt natürlich auch nur noch eine normale Wimper mit raus, ja. Es dauert ja alles, ist ja alles im Prozess. Naja. Und das habe ich gemerkt, bei Miralash ist es wirklich so, dass das alles langsamer geht. Wie gesagt, es kommt langsamer zum wunderschönen Effekt, aber auch es baut sich langsamer wieder ab, ja. Also die Wimper bzw. das Wachstum und ich würde auch sagen, die Wurzel wird halt einfach nicht so gestresst. Meine Meinung, ich bin jetzt hier auch kein Apotheker, kein keine Pharmaziefachkraft. Ich kann euch das nur sagen, was ich jetzt mit meiner Apothekerin wirklich rausgefunden habe. Und ja, ganz genau, so sieht's aus. Also, weil halt wirklich viele immer fragen, was ich mit meinen Wimpern mache. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier irgendwie fokussiert oder nicht. Ihr seht es jetzt, glaube ich, trotz Brille sehr, sehr gut, ne? Also meine Wimpern sind wirklich sehr, 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 sehr lang und sehr schön dicht. Sie sind auch schwärzer geworden. Das funktioniert wirklich. Ich glaube, das macht aber dann jedes Produkt, weil halt einfach mehr Wimpern da sind. Somit wirkt es dann auch schon schwärzer. Und ja, also ich bin von Miralash super begeistert. Ich würde sagen, die Hälfte oder fast 3/4 unserer Kunden benutzt Miralash, auch trotz Wimpernverlängerung. Denn man muss auch sagen, eine Wimpernverlängerung, auch wenn sie noch so gut gemacht ist, was wir hier tatsächlich machen, also richtig gut, es ist Stress für die Wimpern, es ist einfach so. Und es ist natürlich auch so, wenn du die Wimpern abmachst, es ist wie mit Extensions, du denkst danach erstmal, oh mein Gott. Und umso länger du das machst, umso mehr hast du dich ja auch an diese Fülle und an diese Länge und an diese Dichte gewöhnt, ja. Aber wenn du dein Wimpernserum benutzt, ist es einfach so, dass deine Wimpern drunter ja schon genug ist. Es ist ja schon viel da. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Wir werden zwar auch bald irgendwann Volumenwimpern anbieten, also diese Volumenschulung, ihr wisst es wahrscheinlich, ne, mit diesen langen, dichten Wimpern, aber was man auch sagen muss, man kann halt immer auch nur so viele Wimpern kleben, wie der Kunde hat. Wenn du jetzt eine 1:1 Technik machst, ist es natürlich immer so, umso mehr Wimpern du hast, umso mehr Wimpern bekommst du drauf. Bei einer Volumentechnik ist es wiederum so, hast du wenige Wimpern und machst dann noch eine Volumentechnik, um noch mehr Wimpern zu bekommen, im Sinne von, wir machen auf eine 3 Wimpern drauf, dann stresst es die Wimpern zusätzlich. Benutzt du aber ein Wimpernserum, hast du natürlich schon mehr Wimpern und kannst natürlich immer mehr profitieren davon. Das muss man auch wissen. Also nicht nur derjenige, der schöne Wimpern haben möchte und niemals vorhat, sich Wimpern-Extensions kleben zu lassen, finde ich es immer ganz wichtig, dass überhaupt jeder an sich, der schöne Wimpern haben möchte, ob jetzt mit Extensions oder normal, ein Wimpernserum benutzt. Ihr seid natürlich immer Herr eurer Sinne oder eurer Gedanken. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Aber ich bin wirklich der Meinung, Miralash ist das einzige Produkt, was so gering, ich sage jetzt mal wieder, natürlich, vernünftig wirkt. Alle anderen funktionieren. Aber ihr müsst immer wissen, umso schneller es geht, umso höher auch dieses Revitalash, alter Verwalter, ich muss wirklich sagen, das war auch richtig krass. Es hat echt, es hat gebrannt. Es hat bei mir gebrannt und ich habe es auch von vielen anderen gehört. Also ja, kann auch sein, dass jetzt einer dahinter sitzt und sagt, na, die hat ja eine absolute Meise, also das hat bei mir nicht gebrannt. Dann ist es super, dann ist es schön, aber wenn man nur eins wissen möchte, wenn man empfindliche Augen hat, würde ich nicht mit so einem krassen Produkt anfangen. Dann würde ich halt einfach auf Miralash umsteigen, ganz genau. Dann hat Miralash auch noch Hair Nails rausgebracht, das zeige ich euch jetzt einfach nur aus dem einen Grund, weil viele immer fragen, warum meine Haare so super wachsen, meine Nägel wachsen auch
sehr, 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 sehr schnell, was manchmal nicht so schön ist, weil umso mehr muss ich natürlich meine Nägel machen, ja. Ich habe ja so eine Gelverstärkung drauf, wie ihr wisst. Aber ja, es sind hier ganz viele Bestandteile drin. Also es ist Zink drin, Vitamin C, Vitamin E, ich muss ein bisschen ablesen, Vitamin B6, Vitamin B12, Thiamin, Kupfer, Folsäure, Biotin und Vitamin B12. Dann ist passt auf ein Acker, warte mal, Extrakt. Ah, das, und mit Brennnesselextrakt ist da auch drin und ein Kollagenhydrosyntat und ein L-Cystein und Provitaminkomplexe, die ich gerade vorgelesen habe, ganz genau. Wie gesagt, und was hier halt schön ist, das kann ich euch auch mal sagen, beim Biotin sind hier 60 Milligramm drin, ja? Also ist wirklich ein oder Mikrogramm. Mikrogramm. Entschuldigung, hier sind auch ein paar andere Bestandteile drin, ganz genau. Ich wollte euch aber mal sagen, achso, Kupfer ist hier drin, ganz genau. Ja, und ja, das ist halt so einfach nur mein Tipp. Da muss jeder wirklich für sich entscheiden, ob er sowas benutzen möchte oder nicht. Es ist natürlich, ja, es sind Vitamine für den Körper, es ist trotzdem in einer Tablettenform. Da weiß ich, dass es wirklich Leute gibt, die sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind das Allerletzte, das macht man nicht, wir können es durch die Ernährung zuführen. Ich sage einfach mal, durch die Ernährung kann man leider gar nichts mehr so richtig zuführen. Natürlich ist Obst und Gemüse wichtig und gesund, isst man ja auch, wenn man vernünftig ist, mehr als genug. Aber was man einfach sagen muss, unsere Ackerböden sind einfach überhaupt nicht mehr nahrhaft. Also die sind 0,000, es wird alles so schnell hochgezogen, dass einfach nicht mehr so viel unseren ja, Lebensmittel drin ist, was quasi jetzt vielleicht für viel, ja, nennen wir es jetzt einfach nur Carotin oder jede Sache, B12, ach alles, Vitamin D, wir wissen doch, wie es ist, ja. Wir haben auch nicht so dieses Land, das wie Sonne scheint. Also ich rede mich bei sowas immer ein bisschen Kopf und Kragen, weil ich natürlich auch weiß, dass viele dahinter sitzen, die jetzt ganz schlau sind, weil sie halt einfach in der Apotheke arbeiten und mir jetzt irgendwas sagen wollen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ich vielleicht zwei, drei Sachen verkehrt herum erzähle, der Punkt, den ich sagen möchte, jeder muss entscheiden, was er möchte und was nicht. Ja, jeder kann das für sich entscheiden. Und ich würde mich auch nie hinsetzen und sagen, kauft das, kauft das, kauft das. Aber ihr fragt halt und ich antworte, meine Haare wachsen wirklich schnell, wenn ich das benutze. Ganz genau. Man sollte vielleicht zwei am Tag nehmen, um einen richtigen Wachstum hervorzurufen, einen extremeren. Ich nehme aber nur eine, weil ich einfach schon so viele andere Sachen nehme. Und da möchte ich es dann nicht übertreiben. Ganz genau. Ja, das ist jetzt so mein minimaler Tipp, Trick, Geheimtipp für euch mit den Wimpern. Also wie gesagt, Miralash ist für mich absolut Bombe. Große Empfehlung. Ich lieb's einfach. Ganz dolle, dolle, dolle. Ganz genau. Also wie gesagt, ich bin nicht gesponsert und nicht gekauft von Miralash. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich. Ach so, die Anwendung ja vielleicht noch ganz gut, ne? Wie wendet man Miralash an? Und zwar wendet man Miralash einfach nur jeden Abend nach dem Abschminken, nachdem die Wimpern getrocknet wurden, das Gesicht abgereinigt wurde und alles wirklich trocken ist, wie ein Eyeliner an. Das ist einfach ein dünnes Pinselchen, da drin ist die Flüssigkeit und ihr zieht es einfach einmal über euren Wimpernkranz und dann geht ihr ins Bett. Und da ihr die Augen dann zu habt, müsst ihr auch nichts unten drauf machen, weil so ein kleines bisschen natürlich mit unten in den Wimpernkranz reingeht, wenn ihr das Auge schließt. Warum habe ich jetzt die ganze Zeit die Augen zugemacht? Und dann werden die Wimpern unten, im besten Falle, bei mir ist es so, auch mit angeregt, ganz genau. Also das ist auch so noch, ja, das, was ihr vielleicht wissen wollt. Es ist total easy und hier ist es auch egal, ob ihr Ölprodukte benutzt oder nicht. Ich kann nichts feststellen, wenn ich ölhaltige Abschminke benutze, dass es irgendwie in irgendeiner Hinsicht was beeinträchtigt, was bei Miralash wirklich so ist. Ja, genau. Also zum Schluss nochmal schön auf Miralash drauf gedrückt. Sorry für alle, die es lieben. Es ist ja nur meine Meinung. Und ja, dann würde ich sagen, das war's. Und vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir doch gerne mal in den Kommentaren da, was ihr für ein Produkt benutzt oder ob ihr total dagegen seid. Schreibt's lieb und nett, dann freue ich mich über einen coolen Austausch mit euch. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.